Hallo, liebe Monagoristen. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Es wird doch langsam Herbst. Ja, man merkt es. Man merkt es. Es wird langsam am Kopf und an den Ohren so ein bisschen unangenehm. Ja, und da muss man sich schützen. Ja. Ach, auf Stichwort haben wir heute was mitgebracht. Da haben wir Beanies im Programm. Von Mütze, ne? Ist eine Mütze. Ja, also wir urbanen Menschen sagen gerne Beanie. Ihr sagt Beanie? Ihr vom Land könnt auch gerne weiter Mütze sagen. Ja. Die sind von meinem Fräulein, das ist die Serie Greta. Aus 70% Wolle und 30% Alpaka. Richtig. Das in macht diesen, das aber richtig flauschig. Ja, in diesen Farbvarianten. Fühl mal. Fühl doch mal. Ja. Also weich ist es wirklich. Aber ich würde jetzt persönlich dann so als Modeexperte doch eher sagen, es sind Damenmützen, oder? Also für Frauen. Das kann man so sagen. Ja. Ich glaube, die sind doch eher für die holde Damenwelt. Und damit auch übrigens... Kleiner Tipp, Geschenketipp für Weihnachten. Meinst du? Ja, oder Nikolaus. Mittlerweile schenkt man sich auch schon an Nikolaus. Ist ja schon wieder so weit. Das Jahr ist ja schon wieder rum. Das wäre was für meine Holde. Das ist auch die Farbe für deine Frau, ne? Ja, absolut. Zum Beispiel. Da wäre ich ganz weit vorne mit. Aber ganz damit, weit vorne. Damit kannst du so manches wieder ausgleichen. Wenn ich das nötig hätte. Nein. Oskar, ich bitte dich. Man kann ja auch einfach nur aus Liebe schenken. Das stimmt. Was lachst du denn da so? Was ist denn das für eine Puppe? Das ist ein sogenanntes Sorgenpüppchen. Und zwar ist das eine Legende aus Guatemala. Mhm. Man hat diese kleinen Püppchen. Und dann erzählt man denen abends so seine ganzen Sorgen und Nöte und was einen alles so bedrückt. Packt das unter das Kopfkissen. Mhm. Und dann kümmert sich dieses kleine Sorgenpüppchen um all das, was einem sonst so schwer auf dem Herzen liegt. Genau. Und dann wunderbares sind die weg. Weil man es abgegeben hat. Wahnsinn. An das Püppchen. Ja, man muss eben auch abgeben können. Loslassen, mein Thema. Das war's, in diesem Sinne. Nein, Moment. Zum Thema Nachhaltigkeit, hallo, wir haben ja noch unsere Nachhaltigkeit. Das Allerwichtigste ist unser Linus, unser Nachhaltigkeitsexperte. Der hat sich damit nochmal ganz konkret beim Thema Mein Fräulein auseinandergesetzt. Mhm. Macht dazu einen separaten Spot. Wir wünschen euch viel Spaß mit den Mützen, jetzt im Herbst, Winter und bis bald. Macht's gut. Tschüss. Ciao.